Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tiny Tina's Wonderlands. Wir haben jetzt den Lümpfen mal ein bisschen geholfen. Haben jetzt hier die Lymphe befreit, haben festgestellt, dass halt Lymphine von, wie heißt der, Gugelrotz erschaffen wurde. Wie halt auch bei den normalen oder bei den Schlümpfen, um zu infiltrieren und sie zu entzweien. Du hast meinen Dank. Achtung, dumme kleine Lymphe! Wenn ihr eure geliebte Frau Königin retten wollt, kommt ins Dorf! Oh, mir gefällt der Klang dieses ominösen Kicherns nicht. Das ist höchst beunruhigend. Hör zu, Fremdling. Gurgelrotz hat mich gezwungen, ihm bei seinen Experimenten zu helfen. Ich hatte keine andere Wahl. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Gurgelrotz hat den Blauwut-Virus erschaffen. Das ist alles Teil seines großen Plans, die Lymphe ein für alle Mal zu vernichten. Und ich habe auch erfahren, dass es kein Heilmittel gibt. Unsere infizierten Brüder sind verloren. Alles, was wir jetzt tun können, ist es, ihnen ewigen Frieden zu bringen. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Nimm dieses Rezept und sammle die Zutaten im Wald. Und Lymphe, ihr solltet euch beeilen, sonst könnte Lymphine etwas blauer sein als sonst. Dieser verlumpfte Lumpfmörder. Hirnilumpf, bitte sag mir, dass du einen Plan hast, unsere Frau Königin zu retten. Allerdings, ich habe den heldenhaft aussehenden Fremdling losgeschickt, um Reagenzien für Gurgelrotz Pilzverbesserungstrank zu sammeln. Wenn sich meine Theorie als richtig erweist, sollte uns das dabei helfen, das verbarrikadierte Dorftor zu umgehen. Triff mich in der Operationsbasis außerhalb des Dorfes, wenn du fertig bist. Okay, Krabbenauge. Pass auf deinen Hintern auf. Gurgelrotz Lieblingskrabbe Asabel wurde in der Gegend gesichtet. Was? Was machst du denn da? Lass meine Asabel aus dem Spiel. Sonst... Du hast deinen Standpunkt klar gemacht. Jetzt lass sie in Ruhe. Na, ja, mal schauen. Au. Nein! Du Monster! Hör mir zu. Bisher warst du nur ein lästiges Ärgernis. Aber jetzt ist das persönlich. Sobald ich mit den Lymphen fertig bin, bist du dran. Das geschieht dir recht, du verlumpfter Lumpfsack. So, dann Pilzlabbel. Wir schnitzen seit Generationen diese Dachpilze, um unsere Häuser zu bauen. So ein bisschen auf die defensive Art. Kann es kaum erwarten, mit Zaubern um mich zu werfen. Cool. Bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? Mundkosmetik. Pilzsuppe. Geklatscht. Tick-Tack. Die Uhr tickt und 1, 2, 3. Ist Lymphine jemals wieder frei? Das wirst du mir büßen. Das werden wir ja sehen, alter Mann. So, Zehennagel eines Trolls. Na toll. Sieht bestimmt schön aus, der Zehennagel. Ah, das ist noch ein Würfel. Dich von da oben runter, ne? Nehmen wir gerade. Das ist wieder so ein riesen Umweg. Ja.
Aber das ging ja, glaube ich, von hier gar nicht so. Ja, wir könnten da eventuell hochklettern. Ja, sehr schön. So, das war jetzt nochmal wo auf der Karte? Hier. Auf der Übersichtskarte nochmal suchen. Was ist denn da in der Nähe? Die Dinger, aber ich glaube, die sind da auf der Karte nicht eingezeichnet. Ah, genau, warte mal, ja, hier, ich hab's, glaube ich. Nee. Da war ich noch nicht. So, ich brauche ein paar Referenzen. Warte mal, du da oben, ne? So, ja. Jetzt haben wir's. Ah ja, dann ist es jetzt genau, dann ist es der, den ich die ganze Zeit gesucht hatte. Schön. So. Mehr Glück für dich, Mamacita. Jawohl. Nächste 20. Ah, du bist ja nicht runtergefallen. So, so viel Ehrlichkeit. Können wir halt auch noch nicht holen. Das war wohl nichts. Na gut. Kleiner Umweg. Sei auf der Hut, Fremdling. Du näherst dich der Höhle des Hasstrolls, der nur als Katja bekannt ist. Katja, der Hasstroll. Ja, wahrscheinlich ist es Karen im Englischen. Zauberslots sind bereit. Cool. Ich habe alles. Großartig! Triff dich mit dem alten Lumpf und mir im vorgeschobenen Lager. Der Kessel ist vorbereitet. Ich halte den Kessel weiter am Kochen und blubbern. Cool. Dann schauen wir mal. Sensenmann, dass ich euch geschickt habe.
Ah, alles klar. Wir prügeln euch platt. Das sollte ja passen. Sieht eigentlich XP-mäßig aus. Ja. Aber noch ein bisschen zum Levelaufstieg. Dann werden wir halt noch ein paar Schlümpfe erledigen. Sieht aus, als wären das die letzten. Fürs Erste. Na dann los. Wirf die Zutaten für den Trank in die Suppe. Presolumpho, Viola. Fertig. Ein Pilzverbesserungstrank. Kochend heiß und so frisch wie möglich. Wunderbar. Ich habe den Annäherungswinkel und die Geschwindigkeit der kombinierten Vektoren berechnet. Die Anwendung des Trankes auf diesen Pilz hier wird zu einem ganz erstaunlichen Ritt führen. Das sollte dich in die optimale Position bringen, um das Tor für den Rest von uns zu öffnen. Und jetzt fangt an zu springen, Leute! Alles klar. Ah, ne. Gut, gut. Ui. Heiliger Strohlumpf, es hat geklappt. Jetzt mach das Tor auf, damit wir dir helfen können. Angekommen. Nicht genau gepasst. Dann mal los. Na los, Männer. Wir müssen unsere Heimat zurückerobern und meine Frau Königin finden. Na dann. Sieht aus, als wäre wieder Magie im Angebot. Geh in Flammo! Jetzt schaut nicht so überrascht! So, da ist er. Der Kristall muss die Quelle der Blauwut sein. Und Gurgelrotz benutzt ihn dazu, Lumpfine in eines dieser Dinger zu verwandeln. Frau Königin, kannst du mich hören? Sag etwas, Mädchen. Da tritt mich doch ein Lumpf. Das sieht ganz schön übel aus. Aber ich denke, ich weiß, was ich tun muss. Ich werde den Kristall säubern. Halte mir die Blauen vom Leib. Ja, alles klar. Fressen oder gefressen werden. Genau, guck mal hierher. Ich hab da was. Was? Na gut, dann kommen wir runter. Sorry, Lumpfine.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass du... portieren kannst. Sei verflucht! Auf nimmer Wiedersehen! Komm her, Fremdling. Lass mich dir danken. Ah, alles klar. Ich muss erst noch Munition mitnehmen. Jetzt, wo Gurgelrotz tot ist und der verdorbene Kristall gereinigt wurde, können wir Lymphe endlich anfangen, unser Leben wieder aufzubauen. Es ist eine Schande, dass der alte Lumpf das nicht mehr erleben wird. Die Trüffeljagd wird ohne ihn nicht mehr dieselbe sein. Aber du hast uns heute einen großen Gefallen getan. Ich kann dir gar nicht genug danken, aber ich hoffe, das hier reicht. Okay. Nicht schlecht. Raketenwerfer. Maulwurfmann der grausigen Trophäen. Okay. Dann mal rein damit. So. Spirin des Abrebens hätten wir noch. Verkaufen. So, Level 17. Schick. Unerbittliche Raserei. Ja, ich gehe auf Gesundheit. Weiter. Okay, schön. War eine schöne, ja. Schöne Quest. Okay. So, wie sieht es eigentlich aus? Es würde wahrscheinlich jetzt noch, weiß nicht, drei von den Würfeln fehlen. Hier war ich aber auch noch nicht großartig, habe ich den Eindruck. Ja, da oben auf jeden Fall nicht. Da ist doch bestimmt auch wieder irgendwas, oder? Gerade rauszoomen. Da ist noch einer. Aber erstmal müssen wir euch umlegen. Ich werde nie wieder Pisse. Was haben wir denn hier? Autsch, jetzt frieren wir auch noch eine Runde. Okay, da hinten geht's dann weiter. Hier ist aber echt einiges. So, incoming? Ja. Oh, Kriegstreu. Okay, du fliegst nicht so weit, wie ich dachte. Alles klar. Gewöhnungsbedürftig. Ich werde dich heimsuchen, wenn ich kann. Da ist der Würfel.
Man dankt. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Er könnte besser würfeln. Aber wie gesagt, wir haben ja schon 2:20 jetzt in der Aufnahmesession. Da kann man echt nicht meckern. So, und dann wird da noch ein Rune oder irgendwas. Lass mal hochgehen. Ah, ja. Sowas von einem Rätsel. Okay, Parkour. Ne? Dankeschön. Geh ich später holen. So, mal schauen. Dann mal los. Fuck, 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 fuck. Dann komm schon, bringen wir es hinter uns. Wo ist das dritte? Da. Jawohl. Du hast es geschafft. Ich werde es nie wieder aufhören. Ich hab dich schon immer gehalten. Hat sich aufgepillt. Du bist nicht so denkst, wie du hast. Na komm. Ah. So. Alles irgendwie nicht so ganz so durchdringlich. Okay. Haben wir das. So, dann ist es auch schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.